Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH ansässig im Schneeparadies. Jo. Ja, ganz schnapp draußen. Wir hatten ungefähr 10 Sekunden, bevor wir angefangen haben zu quatschen, hatten wir diesen kleinen Schneeanfall hier, was für Dortmund auf Berlin so ja schon richtig grandios ist. Das ist krass. Ja, wir drehen ein Video mit dem GT3RS. Ein Video, was ja schon leicht angeteased wurde bei dem R8-Video, weil die beiden Farben, also es geht ums Verlieren, weil die beiden Farben ja sich so ein bisschen, das beschreiben, tauschen konnten. Die eine Farbe wäre auf den anderen auch gegangen. Ja, da war es. Jetzt ist noch eine dritte Farbe dazu gekommen. Eine dritte? Richtig. Die Engin so. Exakt. Okay. Die wo Engin mich jedes Mal, wenn er mich sieht, mir abends WhatsApp-Bilder schickt, alles mögliche, mich auch versucht zu überreden, auf die dritte Farbe jetzt. Was ich aber nicht so gut finde. Also ich bin immer noch bei Farbe Nummer 2, die ursprünglich auch immer gedacht war für das Auto. Weil auf dem R8 ist auch die Farbe gekommen, die ich ursprünglich haben wollte, immer auf dem Auto. Guck mal, Schnee schon vorbei. Es kommt immer so schieben. So. Ja. Dann kommt auch mal kurz die Sonne raus und dann wieder Sturm. Ja, krass. Ja, leider mein Auto hat einen kleinen Schaden noch abbekommen. Was? Vom Sturm. Ja, Äste sind draufgeflogen an meine Tür. Habe ich jetzt auch wieder Papierkram mit Versicherung bestimmt. Kaputt aus? Ist nicht kaputt, sind halt Lackschaden halt so. Ernsthaft? Ja. Das tut mir leid. Aber Mr. Siegel, berichte mal, ich spiele besser Tischtennis. Ja, ja, du wirst wirklich besser. Also cool zu sehen, wie du dich steigerst immer. Ne, ich habe gerade dem Mr. Siegel schon ein, zwei im Ohren geschossen. Wunderschönes Kfz. Oh, ist echt sexy, das Auto. Wirklich. So sexy. GT3RS ist natürlich ein Thema. Wir wollen eben eine Runde fahren. Mhm. Ich wollte mich verabschieden von dem Silber. Okay. Deswegen eine kleine Runde fahren. Du bist noch nicht mitgefahren. Nee, ist echt. Deswegen natürlich jetzt echt scheiße, weil das Auto im Regen eigentlich nicht. Keine Traktion, null. Nein. Ja. Nicht funktioniert. Und diese Motoren, der stand jetzt in der Ausstellung relativ lange. Das Problem ist auch so ein bisschen bei dem Auto der Faktor, dass es sehr kalt ist jetzt. Und ich wollte noch erzählen, diese Farbe, die ich mir ausgesucht habe, ist eine Farbe, die ich super, super, super gerne schon immer mal haben wollte. Die Insider werden jetzt sagen, ah, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Plus, diese Farbe hat eine starke Bindung zu Porsche selbst. Fast alle Dienstwagen von Wolfgang Porsche oder von der Familie Porsche waren eigentlich so in der Farbe. Jetzt hast du es eigentlich schon vielleicht für einige verraten an die Farbe. Ja, aber ich finde, der hat es verdient, der das verstanden hat jetzt, ne? Ja. Ne? Ja, also der Reifen jetzt, ein Semi-Slick, da sagt man immer, ja, aber wenn Semi-Slick jetzt, wenn es kalt ist, dann funktioniert er nicht so gut. Ein Semi-Slick funktioniert eigentlich extrem schlecht, wenn es kalt ist, weil die Oberfläche kann mit diesen komplett kalten Bedingungen Straße, so wie er selbst, also der Reifen selbst, gar nicht umgehen. Okay. Das hast du ja gerade gemerkt, das ja, war ja... Das war null. Das war ja gar nichts, also da war ja einfach so wie... War wie Kleidgel. Wie... Gut, so ähnlich vielleicht. Reifenluftdruck ist ja auch ein wichtiges Thema. Genau, aber so ein GT3 RS ist super ungefährlich bei 2000 Drehungen. Ne? Wenn ihr so Gas gibst, das ist Vollgas. Macht er, yeah, macht er gar nichts, ne? Und das ist ja jetzt... Das ist halt erst im hohen Drehzahlbereich kommt dann. Genau, und das ist halt auch immer der Punkt, den ja viele Vertreter des Saugmotors sagen, ja, du hast aber Leistung in jeder Lebenslage. Ja. Okay? Nee, hab ich nicht. Nee, will ich so, ja. Ne? Und das ist genau der Punkt. Dieser Saugmotor, der ist schon wirklich... Fantastisch und ich liebe ihn auch, das ist außer Frage. Und das war früher nicht so. Früher war ich jünger und war nur auf Thema Ladedruck aus, ne? Weil dann kommt der Bums und wenn es dann bumst es richtig. Aber moderne Turbomotoren sind so gut geworden, sie haben ja minimal nur noch Turboloch. Du hast einfach viel mehr Drehmoment, als du es in einem Saugmotor je haben kannst. Du hast diesen betörenden Klang nicht, weil der Turbomotor das in der Regel eigentlich alles wegfrisst. Aber das ist zum Beispiel ein Massenschwung, was wir gerade gehört haben, das hier. Ja. Die seichte Brummen. Ja, wir sind einfach mal so eine Runde GT3 gefahren, ne? Ja. Im Regen, was einfach gar keinen Sinn macht. Nee. No fucks given. Ja, muss ja immer sein. Du hast ja ein bisschen Erfahrung mit Folien. Ja. Schützen die auch wirklich so vor Kratzern? Jetzt volles Rohr. Das jetzt in meinem Fall, ich will ja folieren, auch aus dem Grund. Volles Rohr. Der Lack ist hier. Klarlack.
dann kommt ja eine Schutzfolie, die den Lack komplett abschließt dort drüber. Das ist ja abgeschlossen, das ist da drunter, das ist weg. Das heißt, Witterungsbedingungen, Außeneinflüsse sind komplett weg. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich ein Auto sehr früh foliert habe mal, hatte das anderthalb Jahre, ein Jahr lang foliert und ziehe dann die Folie ab. Wie neu? Dann, exakt, dann hast du das Gefühl, scheiße, Mann, das ist ein Neuwagen. Krass. Ne? Unter dem Auto ist einfach ein Neuwagen. So, und da wir ja auch den Termin hatten, um 11.46 Uhr müssen wir uns echt beeilen. Ja, 11.46 Uhr. Pünktlich wie immer. Hallo! 11.46 Uhr habe ich den Termin. 11.46 Uhr, wie haben wir denn 11.46 Uhr? Wir haben 11.46 Uhr, also ich bin noch gerade pünktlich. Tatsächlich? Ja. Fast zu spät diesmal. Ja. Ich habe den Leuten erzählt, dass du mich ja eigentlich vor seit Tagen versuchst zu überreden, auf eine andere Folie zu kommen. Das stimmt. Ich würde sagen, in diesem Fall zeigen wir jetzt die Folie, machen keinen riesen Tamtam und zeigen auch die andere Folie. Okay. Erst zeigen wir meine. Ihr kennt die Fotos von Matze Malme Design M5. Ja. Das Grün. Das gibt es jetzt als Folie. Und diesen Farbton, das ist wirklich 1:1 die Farbe. Das ist eine Sonderfarbe von BMW. Eine sehr geile Farbe. Ja. Muss ich wirklich sagen. Die Farbe finde ich so krass, dass die Farbe sogar Leute oder Freunde von mir beflügelt, das Auto zu kaufen, weil sie die Farbe so gut finden. Ist echt krass, finde ich. Ne? Und die Farbe macht es wirklich, dass du darüber hinwegschauen kannst, wie es so ist. Wenn man jetzt so drauf guckt, sieht man, ich habe gesagt, wir wollen diese Folie auch mal polieren oder versiegeln. Ja. Ne? Ja. Weil noch mehr Glanz, glaube ich, auch entstehen kann. Ja. Ne? Das kann man ein bisschen bearbeiten. Wenn man so drauf guckt, finde ich den Glanzgrad von der Folie schon ganz geil. Und wenn man jetzt föhnen würde, ich bin jetzt kein Profifolierer, wenn man die jetzt föhnt und erwärmt und zieht, dann kann es passieren, dass sie den Glanzgrad verliert und so ein bisschen so scheckig wird. Ne? Das kann passieren, weil das Material ja dünner wird und dadurch die Oberfläche ein bisschen, ja, die bricht ja praktisch. Man ja die Oberfläche damit kaputt, die Dicke der Oberfläche. Ich habe mal am Motorrad versucht, auch ein Dekor mit Föhn drauf zu ziehen, da habe ich ein Loch reingebrannt. Kann ich dir sagen, hast du zu heiß gemacht. Das war zu heiß, aber war ein bisschen dünn gewesen auch. So, ich finde diese Farbe sehr gut. Jetzt zeigen wir mal die Farbe, die der Engin sehr gut findet. Diese Farbe finde ich auch sehr gut. Das ist diese hier. Das Thema bei der Folie ist, dass die vom Glanzgrad, allein wenn man jetzt schon so drauf guckt, echt der Killer ist. Voll. Die sieht einfach aus wie Lack. Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Sieht wirklich aus wie Lack. Das merkt man auch, glaube ich, noch mehr, wenn man das so macht. Ja. Ist schon ein Unterschied. So, was machen wir jetzt? Also ich bin immer der Meinung, wir machen das. Weil ich glaube, für das Auto und für Porsche selbst ist sowas besser. Aber heißt ja nicht, dass wir diese Farbe nicht nehmen, nur auf ein anderes Auto vielleicht. Mhm. Weil die Farbe ist ein Tick moderner. Und ich finde, bei Porsche darfst du nicht modern sein. Finde ich. Porsche muss immer einen gewissen Grad, guck mal. Klassisch sein. Ja, ne? Das passt aber, ne? Stimmt, ja. Finde ich nicht so gut wie das. Gib zu, Mann! Ja, das sieht gut aus. Leg nochmal das andere drauf. So? So. Das ist moderner. Ja, das ist echt moderner. Aber ich finde das passender. Ich finde das ja auch interessanter bei dem Porsche, meine Meinung. Das dunklere. Machen wir. Machen wir. Würdest du wirklich sagen, das ist besser? Was heißt besser? Ich finde es interessanter. Weil du hast mir auch mal ein Bild geschickt von einem GT3 RS, den es serienmäßig in einem ganz dunklen Grün gibt. Noch dunkler als das. Ja. Sieht gut aus, aber sieht man auch nicht so oft, aber es, für mich war jetzt kein Wow-Effekt. Oder kein, das stimmt. Ne? Aber das versuche ich auch beim GT3 RS gar nicht zu erzielen. Dann bist du mit so einer Also Wow-Effekt finde ich bei Porsche voll falsch. Für mich ist das bei Porsche so, dass es so eine Befriedigung so für die Seele, für die Ruhe, ein Auto mit so einer Digitaldrucksache auf einem Porsche, nein. Ein Rennwagen, ja. Er hat eine andere Funktion. Was viele auch vergessen ist, Motorsport wird finanziert über Sponsoren. So funktioniert dieses ganze Prinzip. Der Wagen sollte auffallen. Das ist das Prinzip. Aber ich finde, ein Porsche so im Straßenverkehr sollte das nicht tun. Du sagst das oder das? Also ich hätte jetzt das hier gesagt. Du sagst? Ich bleib bei Kaki. Da. Was sagst du? Wirklich. Also mir persönlich gefällt die geiler, aber auf dem Porsche, wie du schon sagtest, weil das halt klassischer ist. Okay. Und du hast grünes Interieur. Ja. Wenn du die Sitze, dann will ich eher das nicht. So, pass auf. Gaki. Gaki. Was? Haut er direkt raus. Weißt du, was gestern passiert ist, ne? Komm! Rennt er nicht. Also du sagst das Neue? Ich finde die Farbe einfach mega. Auf dem Porsche? Ja, Mann. Okay, aber wir haben trotzdem 1, 2, 3.
Was hast du? Hast du auch das gesagt? Nein, das Grün, ja. Geh mal jetzt. Aber schon hier jetzt? Können wir schon loslegen? Und B finde ich auch ein Porsche besser. Klar, nee. Allein schon wegen dem Glanzgrad. Wir machen das jetzt so. Also, Auto wird jetzt foliert. Jetzt machen wir ein bisschen Porno und Porno. Musi, Musi. Schmusi, Musi. She keep me safe from the gunplay. When I'm hungry, she feed my soul. When I'm lonely, she keep me company. It's funny, I used to wanna grow older, travel with sight in these rhymes. So they realize that she got me out of my mind. I'm trying to kick these nerves to grab hold to the microphone. Got them nodding along. Maybe she'll save the world for me. Maybe she'll right my wrongs. If I'm coming on too strong, oh well. Only way to tell is by saying just how I feel, and that's real. Geht weiter im Text. Und zwar, kann ich eigentlich so, kriegst du mich so noch scharf? So krieg ich dich noch scharf. Kommen wir noch einen Tick? Ja, das ist die Minimal. Okay, also, ich bin krank. Aber ihr könnt euch nicht anstecken, weil es ist eine Linse. Ja, ich schon. Aber, das ist richtig. Auf jeden Fall. Oh Gott, ich merk's schon. Krankschein. Scheiße. Hast du noch nie abgegeben? Doch einmal, wo ich die Handverletzung hatte. Aber dass es auch sofort weiß, ne? Auf jeden Fall, der GT3 RS ist fertig foliert. Und ich bin, hab ihn schon gesehen. Und er sieht echt super toll aus. Und ich bin sehr gehypt. Und ich möchte eigentlich, dass wir auch einen sehr schicken Porn raushauen. Ja. Und es sieht wirklich toll aus. Ja, stimmt. Schiel ich so eigentlich viel? Nö, geht. Okay. Sieht ganz gut aus. Kann man so lassen. So. Hier, Thumbnail rausziehen, Leute. Ja, so sind die Jungs auch zu mir. Nee, sieht gut aus. Kannst du lassen. Ja. Sag ich meine Hose dreckig? Nein, passt. Vier Jahre im Popel durch die Kamera. Ja, genau. Nee, passt. Ja, lass runtergehen. Ja, gehen wir. Ja, komm. Hallo, Manu. Hallo, Herr Peter. Hallo. Manu, ja. Hast du eigentlich einen neuen Spitznamen? Nein. Hat er? Wie lautet er denn? Ich kenne ihn noch gar nicht. Future Hazel. Ist der Future Hazel? Hä? Okay. Erzähl ich dir gleich. Okay. Weil er immer der Zeit voraus ist, der Typ. Ja, Mann. Deswegen Future Hazel. Aber ich finde es beeindruckend, dass Future Hazel, obwohl er so braun gebrannt ist, immer noch rot werden kann. Nee, das ist ein Rundband, weil ich gestern zu lange unter dem Scheiß lag. Achso, also wolltest du richtig Future Hazel sein? Ja, hat nicht geklappt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Future Hazel sehr lange bleiben wird. Spätestens jetzt. Ja, ach, spätestens jetzt. Ciao, Future Hazel. Ciao. So, ich habe mich auch passend dazu angezogen, ne? Ja. Rote Mütze. Porsche, grüner Pulli, ja. Rote Käppi. Wow! Buongiorno! Buongiorno! Oh, dieses Automobil! Schön, dass es so rot. Ja, ich finde das ja eines der geilsten. Das sieht oh, super aus, ne? Ja, fett. Ja. Oh! Du musst jetzt einmal sagen, wegen dem Kennzeichen, wie du das anhaben wolltest. Ja. Wie? So, dass es unten halt übersteht, ne? So. Ja, genau. Okay, dann machen wir das gleich mal eben. Wie wolltest du, was ist die andere Option? Ist die andere Option so? Liegen. So oder was? So? So? Ja, hier, so. Und dann haben wir das gebogen nach oben natürlich? Nein. Natürlich nicht. Aber hier ist so dran. Aua, Mann, ey. Ich hab dich lange nicht mehr verprügelt. Du machst das doch auch. Du hast mir auch schon lange nicht mehr gedrückt. Einrenken, ne? Auch so, so ein tolles Valentinstag. Stimmt. Aber eingeringt hast du mir auch schon lange nicht mehr. Wie das aussieht. Pups oder war das dann drin? Nee, einrenkt. Also.
Das sieht wirklich sehr intim und sehr innig aus. Das knackt aber fast jedes Mal. Entspann dich. Trefft ihr euch auch am Wochenende zu? Entspann, entspann, nicht Bauch. Warte. Ja. Gehen. No ass, no. Okay. It feels so good. Das ist echt geil, ne? Ist echt geil, ne? Du merkst es danach so, dass es so... Du fühlst dich auch größer. Auch. Ja, krass. Ja, die Wirbelsäule streckt sich aber so ein bisschen, ne? So ein paar Millimeter machen schon ein was Zentimeter aus. Ein Zentimeter macht da schon was aus. Selbst ein paar Millimeter Ja, ich bin auch so, kennzeichnen, komm. Ich will jetzt hier mal das Kfz in echt in Farbe sehen. Hier ist es auch drauf, schau mal. Oh. Ist ja wunderschön. Sieht echt schön aus. Ja. Jetzt macht das eben den Sitzen auch wieder, ne? Guck mal. Die Sitze kam ja bei den Leuten nicht so gut an. So gemischt war das, glaube ich. Okay. Wir können ja mal, ich frage ja immer gerne mal hier unten so in die Runde. So, Jungs, was, wie findet ihr meine Sitze? Jetzt gut. Ich fand die vorher sehr interessant, aber jetzt passt es sehr gut zum Auto. Ich habe mir gerade vorgenommen, mich eigentlich nie wieder zu fragen. Sehr interessant, was ist das für eine Aussage? Also scheiße. Nein, nein, ich fand es vorher, die Sitze sind geil. Die Sitze sind geil. Aber das hat vorher nicht so, war nicht so stimmig wie jetzt. Mhm. Zum Auto, zum Rest. Mhm. Okay, ja, gut. Ja. Wie findest du die Sitze? Ich finde die gut. Auch jetzt zum Rest, ne? Ja, ich fand die vorher aber auch schon gut. Auf Sockler. Ja, das sind schottische Sitze. Kills, ne? Ja, das passt doch perfekt. Das passt wunderbar. Was macht der? Oh. Was macht denn? Oh nee, du. Was ist denn schon wieder mit dir los hier? Mach mal zu. Dann auf. Aha. Das war schwer. Immer auf Emblem. Mando! Hi. Hallo. Du, ganz ehrlich, beim Anföhnen jetzt, ne? Ja. Da macht die Hitze es eigentlich viel mehr aus, als der Kleber sieht, ne? Weil ohne Hitze aktiviert das nicht. Manchmal mehr. Kleber oder was? Ja, je wärmer es ist, desto eher ist der Kleber gewillt, Haftung aufzubringen. Das heißt, je wärmer es ist, ich mache jetzt das Blech ja warm, das heißt, es ist gleichmäßiger. Gewillt. Hält da, glaube ich, eher. Ja, weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich es mal gemacht habe und ich habe das gar nicht angeföhnt, ja, dann machst du das dran und pong! Genau. Wie macht das dann? Das wo ist eigentlich Engine? Das macht genau so. Nee, komm. Ja, das, ne? Ja. Okay. Ja, fantastisch. Jetzt muss ich nur noch rausfahren, aber da komme ich locker durch. Im Griff. Easy. Ja, einfach genug Gas geben am Anfang. Fährst du raus? Ich bin immer so, ich freue mich immer so, wenn ich das Auto rollen sehe. Kann ich machen. Ja? Oder geht es mit dem Sitz überhaupt? Ich kann den Deck, ist ja verstellbar. Ja, aber nicht in der Höhe. Oder hast du dann dein Kissen dabei? Ich hab mein Kissen dabei. Kissen. Kennst du noch diese Kameradinger, mit denen man früher so über Mauern drüber gucken konnte? Mit dem Spiegel drin? Damit der was Lenkrad sieht, hat er auch so eins. Ja, aber so. Ja. I love you, Timo. I love you too. I love you too. Mach mal die Fensterscheibe runter, Samantha. Das ist schon geil. Boah. Guck mal. Mega Farbe. Mega. Eine fette Party. Das ist ja wieder einer aus der Sonderserie, einer der sechs Farben. Ne? Davon gibt es nicht viele, ne? Das ist also nicht viel Moment, Material. Im Moment sechs Rollen in Deutschland. Sechs Rollen? Sechs Rollen im Moment. Draufgegangen? Eine Rolle, ne? Also wer das haben will, der muss sich schnell melden. Geil. Ah, komm, das ist... Ja, siehst du. Echt? Gut. Sexy. Echt gut. Ja, mega. Jetzt haben wir gar nicht so viel gemacht in dem Video, ne? Ich weiß ja mal nicht schlimm. Vorher war, keine Ahnung. Nicht so viel. Wir haben gesprochen über die Farbe und so. Ja, jetzt 15 Minuten gerade. Ja, ist ja viel Kadernatsch und viel Spaß und viel Quatsch. Aber wir gibt jetzt aber einen besseren Porn, ne? Okay. Einen aufwendigeren. Los geht's. When
Männer kommen in der Arena. Schon. Hi. Im Keller wartet ein hochattraktiver Mann auf uns, der immer, wenn die Kamera aus ist, mit mir manchmal ganz schön schimpfen kann. Der ist ehrlich? Dirk ist schon echt krass. Okay. Ist schon strenger. Ich habe euch versprochen, wir wollen uns die Folie angucken und eine Versiegelung oder eine Bearbeitung der Folie. Der Mann bringt mir immer was bei, ich vergesse aber immer alles, was er mir beibringt, aber ich tue immer so, als ob ich das natürlich noch weiß. Jetzt gehen wir runter und tun natürlich ganz cool. Der hat schon ein bisschen was vorbereitet, der GT3 steht unten, wie wir gesehen haben, fertig foliert. Und jetzt wollen wir gucken, ob man noch mehr Glanz aus der Folie rausholen kann. Eine Versiegelung, einen Schutz, aber es wird ja uns jetzt alles erklären. Mhm. 10-mal besser, als ich das kann, hoffe ich. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also ich kenne so Wachs und sowas, was man sich da drauf machen kann. Aber irgendwie so eine, keine Ahnung, also noch nie gesehen. Also ich habe ein Auto gesehen auf der Messe, wo ich dachte, das Auto wäre lackiert. Und ich kannte den Farbton als Folie. Okay. Und dann habe ich ihn angesprochen und meinte so, ey, was ist das? Ist das lackiert? Er meinte, das ist Folie. Dann meinte ich, warum glänzt die Folie so krass? Dann sagte er, die sei versiegelt und poliert oder irgendwie bearbeitet. Und deswegen wollte ich es auch mal probieren, weil der Glanzgrad war so viel doller, dass es einfach nicht mehr zu erkennen war als Folie. Mhm. Da ist er schon. Ich habe dich schon angekündigt. Servus. Hallo. Guten Tag. Hörst du wieder deine Rockmusik oder was? Nee, das kommt einfach so im Radio. Das war Zufall. Mann, na. Guten Tag. So kenne ich dich mit den Handschuhen. Ist dir gut? Ja. So. Selber auch? Ja, doch. Ihr habt schon ein bisschen was vorbereitet? Ja, ich habe erstmal dein Auto trocken gemacht, habe dein Auto angewärmt. Das habe ich mir fast gedacht, weil der kalt war, ne? Exakt. Und eine Keramikversiegelung auf kalt ist schlecht, weil du brauchst normalerweise eine optimale Verarbeitungstemperatur 20 bis 30 Grad und auf keinen Fall unter 10. Und das ist das, was jetzt draufkommt? Genau. Das ist so ein Kit oder so eine Box oder was? Das ist die neue Keramikcoating Evo für Evolution. Mhm. Unterscheidet sich zu der anderen Versiegelung, die wir haben, dadurch, dass sie einen deutlich höheren Glanzgrad hat und von der Haptik sich anfühlt, als hätte das Karton. Auto gewachsen. Nee, schöner. Okay. Andere Frage. Ist das jetzt für Folie? Sag mal, musst du so laut sein oder was? Jetzt wieder dran. Der Kleine ist immer schuld. Das ist immer der Kleine. Kleineren als ihn gibt's nicht. Das stimmt ja nicht. Nee, gibt's nicht. Irgendwo. Danny DeVito vielleicht. Super. Oh, guck mal. Guck mal, jetzt haben wir Scheiße gebaut. Ja, wir konzentrieren uns mal auf die Folietour. Also das ist nicht... Wir gehen mal rüber. Wir gehen mal weg hier. Nee, jetzt sind wir fertig. Ja, fertig. Du bist sowieso fertig. Mit der Welt bist du fertig. Auch. Komm. So, das heißt, das ist eigentlich für Lack. Ja. Kann ich, aber ich kann ja Folie nicht behandeln wie Lack. Glaub ich. Warum nicht? Weil ich habe von dir gelernt, dass wenn zum Beispiel eine Maschine drauf geht, dass eine gewisse Wärme entsteht. Und wenn wir jetzt... Einspruch. Wenn du jetzt Kratzer auf einer Folie hättest,
so wie hier. Mhm. Hier sind jetzt keine drauf, aber eine Folie wie diese. Natürlich kannst du nicht mit einer rotativen Flex da drauf gehen, weil das würde zu viel Wärme erzeugen. Rotativ? Dreht. Mhm. Es dreht sich. Was du aber machen könntest, ist mit einer Exzentermaschine da drauf zu gehen, die halt nicht zwangsgetrieben ist, also die schön funktioniert. Die erzeugt auch nicht so viel Wärme, oder? Hol mal hier einen Profi zu. Engin, komm mal ganz kurz bitte. Wie viel Temperatur, willst du sagen, kann eine Folie aushalten? Hersteller geben sogar an bis teilweise 130. Fast wie Lack. Lack ist noch ein bisschen, hält noch ein bisschen mehr aus. 130 ist eine Menge. Das ist schon eine Menge. Das ist sehr viel sogar. Also würdest du sagen, kann man das polieren? Ja, die Folie. Weil ich hab gerade Sorge gehabt, wegen der Belastung, also, die draufkommt. Rotativ? Mhm. Nein. Wenn du mit dem Exzenter polierst, kein Problem. Mhm. Würdest du jetzt rotativ polieren, hast du halt nicht nur die Hitzeentwicklung, sondern du hast auch die Mechanik drin. Das heißt, dir kann es passieren, dass du dir deine Folie ja förmlich verschiebst, dass du da Wellen reinkriegst. Mit dem Exzenter passiert nichts. Okay, verstehe. Das andere geht auch, aber du musst vorsichtig sein. Hast du, also das, was wir jetzt machen, hast du schon mal gemacht? Nein. Nein. Ich wollte es auch mal antesten, weil wir das teilweise vielleicht mit anbieten wollen, so für schwarze Dächer zum Beispiel, ideal. Weil die zerkratzen ja, was Folie total angeht, krass. Ziemlich schlecht, schnell. Waschstraße. Waschstraße, genau. Also gerade schwarzglänzend. Auf dem Dach. Der Pole muss schon wieder mit der Kacke kommen. Ja, ist ja so. Das brennt dann auch so eklig ein in die. Also tut ja in Lack auch. Aber nicht genau so schnell wie bei Folie, oder? Ja, Folie ist halt ein weicheres Material, dementsprechend ein bisschen empfindlich zu sensibel. Sowas. Also so eine Keramikversiegelung bietet ja viele Vorteile. Zum einen, es ist leichter zu reinigen, die Oberfläche. Mhm. Dann das zweite, du hast ein ganz anderes Beading, was Wasser angeht. Wir was reden da, Beading? Ja, Wasserablaufverhalten. Mhm. Wir reden da von dem 110 Grad Winkel. Also stell dir einen Tropfen auf einer Oberfläche vor und 110 Grad, das heißt, hier wäre der Tropfen. Das heißt, unten an der Kante des Tropfens würde ein Winkel von 110 Grad anliegen, was halt extrem steil ist. 90 Grad geht ja kaum, weil dann wäre der Tropfen ja eckig. Dann natürlich das Thema UV-Beständigkeit. Du hast eine höhere UV-Beständigkeit und du bist halt nicht mehr so anfällig für Umwelterscheinungen wie die Vogelkacke, wie Toucher, wie Kratzer, wie was weiß ich. Höhere UV-Beständigkeit, in was für einem Bereich reden wir da ungefähr? Keine Ahnung. Weil wenn ich jetzt an Neonfolie denke, höhere UV-Beständigkeit, weil Neonfolie kann, wir haben jetzt gerade da nicht stehen, aber die kann halt echt sterben wie ein Mann. Ich erinnere mich. Wir hatten schon Fälle, wo das teilweise 14 Tage, 4 Wochen war und die Folie ist tot. Man müsste es mal ausprobieren. Hat noch niemand so genau getestet. Alle können wir auf den Balkon legen im Sommer oder sowas und testen es mal aus. Alles, was fluoreszierende Farben angeht, da hast du eh ein Problem mit UV-Beständigkeit. Voll. Aber man kann ja mal schauen, was das Ganze dann bewirkt. Du nimmst halt irgendeine Platte, folierst die, klebst die ab, versiegelst eine Seite, die andere nicht und legst es halt mal nach draußen. Und dann guckst du dir das Spektakel mal in 3-4 Wochen an. Das ist ein Spektakel. Okay, dann legen wir mal los. Weil das Video ist schon wieder ellenlang hier. Also, ich habe das Dach als erstes jetzt mal entfettet. Ja. Also, damit da wirklich kein Fett mehr drauf ist, keine Rückstände mehr drauf sind. Ja, und das ganze Dach entfettet, ne? Richtig. Okay. Ich würde jetzt halt mit dem Basecoat anfangen. Der Basecoat ist der erste Step, den du aufträgst. Du solltest niemals in Teilbereichen größer Viertel Quadratmeter arbeiten, weil... Viertel Quadratmeter? Ja, also das Dach würde ich vierteln. Krass. Also das ist schon, das dauert dann. Ja, du machst das eine, merkst dir, bis wo du warst und machst danach das nächste. Würdest du das markieren oder wie merkt man sich das? Ja, du kannst das markieren. Du weißt ja, wenn ich jetzt bis hier gemacht habe, du überlappst sowieso. Der Hintergrund ist der, dass der Basecoat, du hast eine Verarbeitungszeit von 3-5 Minuten. Wenn du ihn aufgetragen hast, 3-5 Minuten und dann war es das. Und im nächsten Step, wenn das Dach dann halt fertig ist, musst du halt eine Stunde warten, bis der Basecoat sich gesetzt hat und würdest dann mit dem Glosscoat arbeiten. Da kannst du, weil der länger offen bleibt, bis zu 10 Minuten, theoretisch das ganze Dach machen, ja, am Stück, ja, würdest es abwischen und wir wären fertig. So, und dann fangen diese beiden Chemikalien an, sich zu vernetzen und zu verbinden und sorgen halt für ein Netzwerk von Siliziumverbindungen, die sich dann aufstellen und diese harte Oberfläche ergeben, die so abweisend ist. Okay, verstehe. Und der Glanzgrad entsteht wann? Also weil auch die Farbe wird. Also der optimale Erfolg stellt sich eigentlich ein über Nacht. Das heißt, man muss dem Ganzen Zeit geben. Mhm. Du darfst die ersten 4 Stunden nach der Versiegelung das Auto auch nicht waschen, auf gar keinen Fall. Nacht nicht da draußen in Regen stellen. Einfach stehen lassen, in Ruhe lassen. Ja, ja. Und nächsten Tag guckst du dann mal und wirst feststellen, Ja, ja. Wie findest du die Farbe? Pornös. Ich finde gut.
British Racing Green, richtig? Ja, nee, eigentlich ist es ein bisschen heller. Das ist eigentlich die originale Farbe vom BMW, vom M5, diese Sonderfarbe. Nee, finde ich gut. Ich mag ja den Hattenhauer-Blick, wenn du was aufträgst. Das ist so das höchste Stadium an Konzentration, das man haben kann. Du musst halt sehen, dass das überall drauf ist. Es wird im Moment gewartet, dass es anzieht. Und dann würde ich es auspolieren und die nächste Seite machen. Ich merke es auch direkt im Lappen, dass ich es anders anfühle dann. Und immer mit Handschuhen arbeiten, ganz wichtig. Ne? Auch hinterher, wenn wir komplett fertig sind, 4 Stunden nichts anfassen. Hast du gehört, Timo? Ich fasse an die Hand. 4 Stunden nichts anfassen. Okay. Habe ich geklärt. Was wenn doch? Dann passiert das. Mann doch. Ja, und so wieder. Kannst du dir vorstellen, dass sowas in der Folienszene dazukommen wird, dass Menschen sowas automatisch mitwollen? Ja, ich sag mal ein kleinerer Teil vielleicht. Ich wollte es mal auf dem Dach antesten und das dann auch mit anbieten. Du hörst, wie kritisch er ist. Ne? Also wenn das Ergebnis stimmt, Dirk. Wenn es nicht stimmt, Dirk. Also wenn das Ergebnis natürlich nicht stimmt. Da bauen wir ein Badezimmer zusammen. Dann baue ich das nächste Badezimmer zusammen. Ey, ich kann übrigens Fliesen legen jetzt. Fliesen legen. Also wenn du den Blick drauf hast und die Fliesen so anguckst, dann können die Fliesen ja nur gerade liegen. Alter, die haben sich so schnell so gerade an die Wand verzogen. Das kannst du gar nicht gucken. Eine Ewigkeit später. So, ein letztes Bild sind wir euch noch schuldig. Und zwar, das Dach ist ja foliert in grün, wie wir wissen. Ja. Und da sieht man sich so krass. Und deswegen haben die Jungs nochmal, da war ich zwar auch kurz bei, haben ja das schwarz gemacht. Hier ist es drauf und hier nicht. Jetzt kriegst du das gefilmt. Jetzt bin ich gespannt. Also, okay, Sekunde. Jetzt sollen wir so spritzen? Sekunde. Ich muss einen richtigen Winkel. Okay. Ready? Also hier ist es nicht drauf. Okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Krass. Das fließt ein bisschen schneller. Es fließt echt schneller. Und du hast dann wirklich, da wo es abgeflossen ist, ist dann auch nichts mehr, wo du hier noch überall die... Stimmt, guck mal, das stimmt. Wenn es da runterläuft, ist es da drunter trocken. Klar. Und wenn ich jetzt hier mache, ja, geil, dann bleibt das bleibt da. Okay. Jo. Geh also doch mit Folie. So, jetzt ist das Video auch endlich vorbei. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich endlich Zeit, dem Timo richtig auf die Fresse zu hauen. Na, lass du so. Versteckt er sich schon. Freust du dich schon? Ja, sicher. Los geht's. Tschüss.